Nach Dina, Dina folgen! Dankeschön! Hallo, grüß euch, gut miteinander. Willkommen bei Krypto TV. Heute haben wir Mittwoch und das bedeutet, dass wir heute gegen die Energie- und Strompreiserhöhung demonstrieren. Ja, das ist anscheinend österreichweit in jeder Hauptstadt, geht von der Organisation in Linz aus. Den Flyer, was ich jetzt einblende, da seht ihr, dass in allen Bundeshauptstädten dies heute zelebriert wird. Ja, viele sind jetzt mal in Salzburg nicht, aber naja, wen wundert's, der Mensch hat anscheinend noch genug Weißbier und genug weiße Würstchen daheim und dann rebelliert er nicht. Und jetzt macht man eine kleine Runde durch Salzburg. Wir werden bei der Salzburg AG dann ein bisschen innehalten, um ein Zeichen eben zu setzen. Ja, mal schauen, wie weit wir mit den Merit kommen, ob das zum Verhängnis wird oder nicht. Und tja, ich weiß gar nicht mehr, was ich so noch fürs eigentlich sagen sollte, weil dadurch, dass immer so wenig Leute da für eine Grund- und Freiheitsrechte nicht aufstehen wollen, kann ich mir eigentlich immer nur wiederholen und ich will mich nicht dauernd wiederholen. Aber wenn es nächste Woche wieder passiert, vielleicht fühlt ihr euch dadurch mit dem Video animiert, auch da mal mitzuspazieren. Und ansonsten, wenn ihr euch den Strom nicht mehr leisten könnt, dann gebe ich euch einen guten Tipp. Schlagt ein Loch durch eure Hauswand, da könnt ihr so ein Ofenrohrloch durchstecken, eine kleine Tonne einstellen und dann könnt ihr heizen. Aber wirklich, vergesst nicht, das Ofenloch bei der Hauswand raushängen lassen, sonst kriegt ihr eine Giftgasvergiftung. Das hat es schon mal gegeben, so vor 100 Jahren. Da haben das die Leute auch so gemacht, weil sie gehungert und gefriert haben. Und anscheinend muss ich die Geschichte zum x-ten Mal wiederholen, damit wir dann sagen können, Hauptsache ich habe mal Weißwurst und mal Weißbier daheim. Okay, dann schauen wir mal, was wir uns heute da alles erwarten. Du, voll aktive Volksdemonstrate. Thank you.
Ja, so viele wenige sind es geworden jetzt schlussendlich. Und jetzt sind wir bald bei der Salzburg AG, denen unter anderem ja, wir diese Preiserhöhungen zu verdanken haben. Und dann bin ich schon gespannt, was da passieren wird. Also, bleibt spannend! So, jetzt gehen wir wieder weiter. Jetzt habt ihr gesehen, dass wir. Ich bin kurz abgelenkt worden. Jetzt habt ihr gesehen, dass wir vor der Salzburg AG gestanden sind, um ein Zeichen zu setzen. Ja, die Hoffnung war ganz groß, dass wir rauskommt, um mit uns zu plaudern, aber es ist keiner rausgekommen. Nach guten 10 Minuten des Wartens auf unsere Fachkräfte, die was uns da aufklären können, sind wir dann gegangen, weil eben keiner rausgekommen ist. Und jetzt marschieren wir wieder zurück zum Startpunkt. Den Herrn, den Sie da zwischen den Polizisten gehen gesehen habt, das war der Reporter von Aktiv News. Ja, als Investigativjournalist meines Zeichens bin ich zu ihm hingegangen und habe mal gefragt, ob er halt wieder so viel Nazis sieht da bei der Demo. Weil dieser Herr da, der hat er sich schon dadurch ausgezeichnet, die Corona-Demonstranten in Salzburg als Nazis zu verrufen. Ja, eigentlich ein Strafdelikt des Rufmordes, der Ehrenbeleidigung. Naja, er ist noch auf freiem Fuß, aber irgendwann werden auch diese Presseleute erkennen müssen, von zum Beispiel hier Aktiv News, dass er sehr hungern und frieren werden. Aber ich glaube, die werden nicht einmal dann werden die gescheiter werden. Aber naja, ich hätte halt einmal gefragt,
auf was für Grund dessen er gewisse Demonstranten als Nazis verschreit. Dann hat er gesagt, ja, zum Beispiel bei uns in Salzburg, ich hab keine Identitären auf den Demos gesehen, auch keine Skinheads und so. Dann habe ich gefragt, aufgrund welcher Causa, also aufgrund welcher Fakten er das bezeugen kann, dass das Nazis wären. Dann hat er gesagt, ja, weil die Presse das so geschrieben hat. Dann habe ich ihm wieder zurückerwidert, ja, okay, die Presse schreibt immer, er ist ein Nazi. Und mit welchen Quellenangaben haben die das begründen können, dass du dieses selbige Thema annimmst? Hat er mir nicht sagen können. Danach habe ich gefragt, ja, sie können also keine Gründe nennen, aufgrund welcher Aussagen. Was ist das passiert? Noch nicht. Ja, ich musste kurz Unfall verhüten. Zumindest, er konnte keine Quellen angeben. Und somit sagte ich ihm dann, naja, sie sind ein feiner Journalist, zerstören Existenzen, betreiben Rufmord aufgrund dessen, dass einer sagt, das ist ein Nazi und das nicht einmal belegen kann, warum er ein Nazi ist. Dann hat er, statt dass man da Beispiele nennt, auf meinen Presseausweis geschaut und gesagt, das ist ein Wischiwaschi-Presseausweis, was ich habe. Naja, er hat den Lügenpressenausweis und ich habe den Investigativpresseausweis. So konnte ich das einfach einmal betiteln. Mit meinem Presseausweis darf ich sogar als Ausweis benutzen, damit ich über die Grenzen fahren kann. Also so wischiwaschi kann es ja wohl nicht sein, da selbst die Polizisten diesen Ausweis von mir anerkennen müssen. Aber das sind halt Argumente, wenn man keine Argumente auf Fragen hat, dann tut man einfach lästern. Und das ist Aktiv News. Ich bin CryptoTV. Naja, bin nicht kommerziell. Er von Aktiv News ist kommerziell. Ihr kennt ja das Sprichwort: dessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Und somit zurück zur Demo. Ja, erst um eins ist die Demo aus. Über dieses Thema, die nächste Demo ist voraussichtlich am Mittwoch, den 1. Februar, ist es, oder? Erste Mittwoch von Februar, ich glaube, das ist der erste. Wieder Mittwoch. Und wir werden schauen, dass wir eine andere Strecke dann so irgendwie laufen, der etwas sinnvoller ist. Also diesmal waren nicht so viele Leute drum. Ja. Ja. Also wir bleiben jetzt bis eins. Danke sehr. Ich würde sagen, wir drüben beginnen, dann Bayerhammer Straße, so, zur Salzburger gehen. Danke. Und dann mit Megafon und alles. So, hallo. Heute hast du die Veranstaltung, diese Kundgebung ins Leben gerufen. Nicht ins Leben gerufen, aber du hast dich angehängt, gell? Das ist ja eine österreichweite Demonstration gewesen. Mhm. Aber ging, glaube ich, von Linz aus? Ja, von dem Organisator, der in Linz jede Woche also Demos organisiert, ja. Okay, und das wird jetzt jeden ersten Mittwoch im Monat dann stattfinden, hast du zuerst gekommen. So ist der Plan, ja. Okay, und immer am selben Platz hier? Die Strecke wird sich ändern. Wahrscheinlich nächstes Mal, wenn wir bei Salzburg AG anfangen, dann über Mirabellplatz bis zur Landesregierung. Das müssen wir dann erstmal schauen. Aber das ist die Grundidee jetzt für nächstes Mal. Okay, cool. Außerdem gibt es auch andere Demos, die werde ich diese Woche schon anmelden, hier am Platz. Und da geht es um drei bestimmten Themen. Nämlich diese schreckliche Geschichte mit den Pushbacks.
wo Kinder auch sterben, wegen dieser illegalen Aktionen von der Polizei da. Also die Polizei gibt das selbstverständlich nicht zu, also die Grenzpolizei, aber es gibt schon genügend Berichte, um ziemlich sicher zu sein, dass das stattfindet. Was wird da den Kindern angetan? Also es wird so, Leute, die auf der Flucht sind, am Meer, da werden mit Boot, ja, dem Boot, dann werden alle ihre Sachen weggenommen, auch das Motor, dann lassen sie das Boot vom Meer zurück nach Türkei treiben. Und selbstverständlich, oft sinkt das Boot und dann sterben auch Kinder. Also ich kann das nicht anders als Boot bezeichnen. Geht es von Frontex aus? Auch und vor allem jetzt, weil mit Frontex gab es schon Anklagen und so. Aber leider ist bisher niemand bestraft worden. Mhm. Aber zurzeit vor allem von der griechischen Grenzpolizei. Mhm. Ja. Du bist ein gebürtiger Grieche, gell? Ja, ja. Da kennst du dich natürlich besser aus. Geboren bin ich in Deutschland, aber auf jeden Fall meine Eltern sind Griechen. Mhm. Grieche. Okay, okay. Und ja. Also das ist dann nächsten Samstag? Ich mache das Mittwoch in einer Woche und dann Samstag in 10 Tage werde ich das organisieren. Hier am Platz 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr mhm. wird es sein. Das ist Pushbacks, auch das Thema Julian Assange mhm. und auch das Thema Frieden halt. Mhm. Weil es wird zurzeit sehr, sehr stark das Thema Ukraine betont. Und es gibt leider so viele Kriege auf der Welt. Und das ist meiner Ansicht nach sehr einseitig, wenn nur das Thema Ukraine angesprochen wird. Also du bedienst dich sehr vieler Baustellen. Ja, ich habe mich dann eher auf diese drei in der letzten Zeit konzentriert, aus bestimmten Gründen. Wenn man konnte, können wir das diskutieren. Aber was mich so wirklich sehr stark verletzt hat in diesem Thema Pushbacks, das jetzt nicht so gezeigt wird, es wurde mir bewusst, dass diese Frontex-Polizei mit meinem Steuergeld bezahlt wird. Mhm. Also ich bezahle dieses Verbrechen. Das geht gar nicht. Ich will das gar nicht, dass mit meinem Geld sowas bezahlt wird. Das finde ich ja schrecklich. Das haben sich sehr verletzt, dieses Bewusstwerden von dieser Sache hier. Und leider in diesem Staat kann ich die Sache nicht anklagen, weil es nicht mich selbst betrifft. Ist auch schrecklich. Ja, ich finanziere eine Organisation, die halt Menschenrechtsverletzungen verübt und ich kann nichts dagegen machen. Na, du tust schon was in dem Sinne, dass du mal die Augen öffnen willst. Das versuche ich, ja. Was will ein kleiner Mann oder eine kleine Frau schon Großartiges bewegen, wenn man mal schaut, dass die Anteilnahme auf dieser Demo nicht so groß war? Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, die Idee Demo wurde so schlecht gesprochen, dass immer Rechtsextreme auf der Straße kommen. Und dass man auch nichts bewirken kann, mhm. das stimmt nicht. Beides stimmt nicht. Ja, kommen auch vielleicht manche, die Rechtsextreme da sind. Was soll man machen? Wir sind in einem freien Staat. Ja, wie will man die auch erkennen? Die laufen ja nicht mehr wie mit Springerstiefeln herum wie früher. Ja. Die schauen ja aus wie normale Menschen. Aber man kann deswegen nicht behaupten, es ist eine rechtsextreme Demo. Ja, ja, eben. Jeder in einer Familie hat vielleicht irgendwo mal einen Rechtsextremen. Da kann man die ganze Familie noch in Verruf werfen. Dann. Ja, eben. Ja. Eben. Und das tun leider, also ich würde dann, für Leute, die so denken, habe neulich ein Video gesehen, also wie das mit Schubladen funktioniert. Aber es gibt auch ein älteres Video von 2019 oder 20 oder so Anfang 20, plötzlich Nazi, sehr empfehlenswert. Für Leute, die so denken, also wenn ein Rechtsextremer da ist, sollte ich auch nicht kommen. Entschuldigung, aber wenn ein Rechtsextremer sagt, keine Ahnung, dass die Erde rund ist, wirst du dann sagen, dass die Erde so irgendwie eben ist? Ja, mir ist ja heute aufgefallen, heute war auch Aktiv News da, die haben schon in der Vergangenheit bei den Corona-Demos viele redliche Menschen als Nazis verunglimpft. Ist Aktiv News heute auf dich zugekommen, hat dich interviewt? Nein, sie haben nicht gefragt, also er hat dich heute, er hat dich heute nicht interviewt. Nein. Also so viel zum Investigativjournalismus. Na ja, wenn sie das auch machen mit mir, selber schuld, dann kommen die
Linken nicht mal zu Demos gegen Pushbacks, was soll ich sagen? Ja, wie soll er denn sonst behaupten, dass es Nazis wären, wenn er nachfragen würde und dann eine andere Antwort bekäme? Dann könnte er nicht mehr schmieren wahrscheinlich. Leider funktionieren die Medien wirklich voll anders. Egal was du sagst, wenn sie das sagen wollen, machen sie das ja auch. Mhm. Ja. Brauchen Sie was? Ja, genau. Sie bleiben jetzt vor Ort, oder? Ist eins, ja. Wir machen Also somit, jetzt ist die Demonstration sozusagen beendet, ihr habt es gesehen, es werden auch andere Baustellen bedient in der nächsten Zeit, da werden auch diese Demonstrationen folgen. Schauen wir mal, dass wir vielleicht mehr werden. Jetzt hat mein Interviewpartner von der Polizei abgelenkt worden, vielleicht hast du noch ein paar Wörter, die du loswerden möchtest? Viele Leute sprechen mich an und ich habe den Eindruck, dass dieses Gefühl der Machtlosigkeit sehr stark ist. Was soll ich sagen? Also ich höre sehr oft, mit Demos werden wir nicht schaffen. Vielleicht, aber vielleicht auch, wenn wir zu Hause bleiben, nichts machen, dann werden wir es sicherlich nicht schaffen. Dann erst recht. Erst recht nichts. Also machen wir was, Mensch. Erich Kästner sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man weiß nie, wohin seine Aktionen führen. Sehr oft hat man gute Ziele und das endet dann doch ziemlich schlimm. Man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Ja. Und ich hoffe, dass auch dann ihr Feedback kommt, wenn ich etwas Falsches mache. Mhm. Okay. Ja, dann danke für das Gespräch. Vielen Dank auch. Ja, und viel Glück und viel Erfolg danke für sehr. Die nächsten Aktionen. Ja. Schauen wir mal, welche Teile Sie dann nehmen werden.